Und ich begrüße Sie im Namen von GEFMA sehr herzlich zu unserem heutigen Webinar Aus- und Weiterbildung im FM mit Professor Dr. Markus Lehmann, unserem Vorstand von GEFMA, auch im Ressort Bildung und Wissen, der einen aktuellen Überblick zu den Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildung geben wird. Lieber Herr Lehmann, da würde ich auch direkt weiter an Sie geben. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schiebeck, für die freundliche Begrüßung. Und mein Name ist ja schon genannt, Markus Lehmann. Und ich freue mich, dass wir heute uns austauschen können, nachdem ich Ihnen einen Überblick gegeben habe und auch Ihre Fragen beantworten werde, sehr gerne zu dem Thema Aus- und Weiterbildung im Facility Management. Und zunächst mal mein Vorschlag, dass ich Ihnen in der Präsentation, die Sie auch dann erhalten können und die Sie auch jetzt schon eingeblendet sehen, dass wir nach der Vorstellung, nach der Besprechung dieser Präsentation über die einzelnen Fragen dann in die Diskussion kommen. Gerne auch zwischendurch Wortmeldungen oder dass Sie einfach kurz reinrufen, wenn Sie eine Frage haben oder etwas näher erläutert haben wollen. Nun, bevor ich auf Details eingehe zu dem Thema Aus- und Weiterbildungen, zur Motivation nochmal und zur Einordnung, dass wir sagen können, Facility Management ist, so wie wir es hier in unserer Berufsbildbroschüre gemacht haben, nämlich, dass wir, mach es hier ein bisschen größer, sehen Sie auch, dass wir hier Think Outside the Box das genannt haben und dort sagen Berufung. Facility Management, das kann durchaus oder sollte nicht nur ein Beruf, ein Job sein, sondern eine Berufung. Und wenn wir anschauen, welche Bedeutung das Facility Management besitzt, nun, dann wird uns das, glaube ich, nochmal viel stärker bewusst. Und ich habe dazu einen zwar langen, aber ganz gut nachvollziehbaren Satz aus der internationalen Facility Management Richtlinie an den Anfang gestellt, wo wir sagen können, ein unverzichtbares Berufsfeld, mit dem wir es zu tun haben, nämlich Facility Management umfasst viele Fachgebiete. Wichtig später für uns gleich noch, viele Fachgebiete, um einen Einfluss auf die Effizienz und Produktivität des Wirtschaftens von Gesellschaften, Gemeinschaften und Organisationen auszuüben. Also hier zunächst mal so dieser ökonomische Aspekt, sowie auf die Art, wie Einzelpersonen mit der bebauten Umgebung interagieren. Dann geht es aber noch weiter und dort heißt es, FM beeinflusst durch die Dienstleistungen, die es steuert und erbringt, die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität eines großen Teils der Weltbevölkerung und der Gesellschaften weltweit. Also ein sehr weit gefasster Anspruch, der aber berechtigt ist und ganz wesentlich ist. Also insofern schon mal ein Bereich, der eigentlich unerlässlich ist. Wenn wir das Ganze ganz konkret anschauen, ein vielfältiges, anspruchsvolles Berufsfeld, die vielen Fachgebiete sind schon genannt worden. Dort haben wir in unserer Broschüre auch gesagt, Alltag an, Facility Management drin. Und wir sehen, dass im medizinischen Bereich, im Operationssaal, im Maschinenbau, in der chemischen Industrie, im Automobilbau, in der Mobilität, der Freizeit, in Stadien, im Kunstbereich, Musikbereich, überall brauchen wir Facility Management, um letztlich all diese vielfältigen Bereiche erst überhaupt möglich zu machen und erfolgreich durchführen zu lassen. Also dieser Aspekt, der dann zeigt, Facility Management mit dem breiten Ansatz, den wir gerade angesprochen haben, ist eine Zukunftsbranche, denn wir werden auch dort tagtäglich konfrontiert mit den neuen Herausforderungen, die es dabei gibt und dies gilt umzusetzen in Verbindung mit all den Branchen, für die wir dann auch tätig sind. Das sind zum Beispiel die Digitalisierung, Smart Buildings, das Thema, das uns mehr und mehr betrifft, Smart Cities, Smart Homes in die Verknüpfung dazu, Nachhaltigkeit, Klimaschutz als ein Dauerthema, ein Thema, das von Anfang an immer schon immanent gewesen ist im Facility Management, aber auch neue
Arbeitsformen, New Work, Workplace Management und das Ganze zum Beispiel auch vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der Pandemie. Also all diese Themen kommen mit hinein, also Zukunftsbranche und Zukunftsgestalter. Und dazu können wir uns vorstellen, braucht es viele Fach- und Führungskräfte. Und um die Außenweiterbildung dieser Fach- und Führungskräfte soll es ja in diesem Talk gehen. Soweit zur Einstimmung. Und was möchte ich Ihnen jetzt hier zeigen dann im Einzelnen? Ich mache sie auch wieder ein bisschen größer. Zunächst mal eine Abgrenzung von Bildungsangeboten. Da gibt es ja ganz mannigfaltige Möglichkeiten. Da werden wir nicht alles besprechen können. Gesamtsicht, dann eine spezielle Sicht und dann der ganz konkrete GEFMA-Ansatz, wie wir damit umgehen. Dann schauen wir auf Studiengänge, wir schauen auf die Fachwirt- und Servicekraftausbildung, wir schauen auf entsprechende Förderpreise, wissenschaftliche, praxisbezogene Förderpreise zu den Ergebnissen der Aus- und Weiterbildung und dann noch besondere aktuelle Aspekte, Voll- oder Teilzeit, Anerkennung, Anrechnung von Kompetenzen, neue Lehr- und Lernformen, neue Inhalte und dann noch Informationsquellen dazu. Soweit mal so der Überblick, was Sie erwartet, um dann die Fragen zu beantworten, die wir an den Anfang gestellt haben, nämlich für Mitarbeitende in den Bereichen, die sich zum Beispiel weiterbilden wollen, für Studieninteressierte, aber auch für Personalverantwortliche, die gegebenenfalls ihre Mitarbeiter auch unterstützen wollen, sich fachlich, persönlich weiterzuentwickeln. Also welches Angebot ist am besten geeignet? Welche berufsbegleitenden Lehrgangs- und Studienmöglichkeiten gibt es? Welche Kompetenzen können angerechnet werden? Welche Themen sind besonders zukunftsträchtig? Wie wird das Ganze mit digitalen Lernformen unterstützt? Und welche Aktualisierungen der Richtlinien gibt es? Und welche Bildungsträger und Hochschulen sind prädestiniert, durch eine GEFMA-Zertifizierung diese Außenweiterbildung vorzuhalten? Soweit zum Überblick und zunächst mal eben zur Abgrenzung der Bildungsangebote, was ich Ihnen hier zeigen möchte. Zunächst mal, nun, es gibt, wie Sie alle wissen, eine Vielfalt von Angeboten, die alle im Facility Management qualifizieren. Das kann ein umfassendes FM sein, das können Teilbereiche sein, Teilbereiche in Tagesseminaren beispielsweise, umfassend in mehrjährigen Studiengängen. Also eine ganz große Bandbreite inhaltlich und in der zeitlichen Struktur. Das kann sein mit einer Prüfung und einem offiziellen Abschluss. Es gibt Angebote ohne eine Prüfung und Abschluss, sondern nur, auch das kann wertvoll sein, nützlich sein, mit einem Zertifikat, mit einer Teilnahmebestätigung. Und es kann eine berufliche Aus- und Weiterbildung sein oder eine akademische Aus- und Weiterbildung. Ganz speziell, was wir hier jetzt im Näheren betrachten wollen, ist ein umfassendes Facility Management, also sprich, wo wir sagen, da kommt am Ende die gesamte Bandbreite zum Tragen und zwar mit einer Prüfung, mit einem Abschlussdokument dann und das Ganze im beruflichen Bereich und dann aber auch im akademischen Bereich. Und dort wollen wir genau auf diese GEFMA-zertifizierten Angebote eingehen und dazu zunächst mal gleich diese Bildungspyramide anschauen, die Zertifizierung und das inhaltliche Konzept, warum wir das tun und wie wir das Ganze angehen. Dazu gucken wir als nächstes in diese Bildungspyramide, die ich gleich noch vergrößern werde, aber zunächst mal, was steckt dort drin? Wobei hilft uns diese Pyramide? Nun, das Berufsbild, das damit einhergeht in verschiedenen Ebenen zur Berufung, ich habe es vorher erwähnt gehabt, Berufung Facility Management, dann die Richtlinien zur Aus- und Weiterbildung, die es dort gibt als praxisgerechte Vorgaben für private Bildungsträger und auch für Hochschulen zur Gestaltung ihrer Angebote,
Also GEFMA ist ja kein Bildungsanbieter für sich, bietet nicht selber eigenständige Bildungsgänge an, sondern gibt inhaltliche Vorgaben, auch organisatorische Vorgaben, wie eine solche Bildung gestaltet sein sollte, was dann aufgegriffen wird von Bildungsträgern und von Hochschulen, die nach diesen Richtlinien ihre Angebote umsetzen. Das große, umfassende Richtlinienwerk ist die fachliche Quelle in vielen Bereichen. Denken Sie nur an die Richtlinie 160, zum Beispiel Nachhaltigkeit im Facility Management. Also all diese fachlichen Themen, die finden neben allgemeinen Inhalten, finden Eingang in diese Aus- und Weiterbildungen. Und zur Qualitätssicherung, um festzustellen, da steckt tatsächlich Facility Management in der Form drin, wie es der Markt auch braucht. Dazu gibt es diese Zertifizierung. Und wie drückt sich das nun aus in dieser Pyramide, wenn wir das mal anschauen? Dort haben wir ich fange von oben an, wir haben hier die strategische Ebene, die Leitung, das geht auch ins Immobilienmanagement hinein. Dort haben wir die Studiengänge, wir haben auch Zertifikatsstudiengänge, dazu näher später noch mehr. Und wir haben dann die eher mittlere Ebene, operativ Objektmanager, dort gibt es die Aus- und Weiterbildung zum Fachwirt, zur Fachwirtin Facility Management. Und wir haben dann eine zuarbeitende Ebene, ausführende Ebene, Servicekraft, Facility Management und dann ganz an der Basis unten, aber die Basis trägt das Ganze und ist natürlich ganz besonders wichtig. Dort arbeiten wir, auch dazu später noch mehr, schon seit einigen Jahren daran, einen Ausbildungsberuf im Facility Management zu etablieren. Die drüberliegenden Ebenen, die gibt es alle schon, aber den Ausbildungsberuf, den gibt es in der Form noch nicht. Da gibt es bisher die Einzelgewerke und die wollen wir integrieren zu einem synergetischen Ausbildungsberuf. Aber dazu am Ende noch einen Ausblick. Ja, wenn wir das jetzt gesehen haben, dann noch mal etwas genauer zu dieser Zertifizierung, um die es hier gehen soll und die sich seit über 20 Jahren erfolgreich etabliert hat, nämlich Qualitätssicherung und typischerweise in drei Stufen. Eine Träger-, eine Maßnahmen- und eine Teilnehmerzertifizierung. Fangen wir an mit der Trägerzertifizierung. Dort ist es ganz wichtig, dass der Bildungsträger, der diese Ausbildung anbietet, dass der selber geeignet ist, das zu tun. Also da geht es darum, um seine Infrastruktur. Hat er die Räume, die technische Ausstattung, die Software, die Medien, um das Ganze abzubilden? Und hat er vor allem die Mitarbeiter und die Dozenten? Also wir brauchen administrative Tätigkeiten. Wir brauchen auch einen Dozentenpool, der fachlich geeignet sein muss. Also das ist die Voraussetzung und das Ganze nicht nur für einen Kurs, sondern dauerhaft sollte das bereitgestellt werden können. Also das gilt auch für die Hochschulen. Die Hochschulen müssen was Vergleichbares bereits bei der Akkreditierung vorlegen. Also diese Trägerzertifizierung ist gewissermaßen schon vorweg über die Akkreditierung erfolgt. Bei den privaten Bildungsträgern würde das hier Teil unserer GEFMA-Zertifizierung sein. Und dann ein Kernstück dabei, die Maßnahmenzertifizierung. Nun, dort geht es vor allem um die inhaltliche Prüfung des Curriculums nach Art und Umfang auf Übereinstimmung zu einem Prozentsatz, circa Größenordnung 70%, dass wir sagen, mindestens 70% soll das Ganze übereinstimmen mit einem Rahmenlehrplan, der vorgegeben wird, dass eben am Ende auch tatsächlich komplett Facility Management hier auch gelehrt wird und vermittelt wird. So, und dann haben wir gesagt, wir schauen uns an die abschlussorientierten Angebote. Heißt also, dass wir eine entsprechende Abschlussprüfung haben, beim Fachwirt zum Beispiel, bei der Servicekraft, was von GEFMA koordiniert wird, angemeldet wird bei GEFMA und dort auch mit begleitet wird.
Die Hochschulen haben dazu ihre Studien- und Prüfungsordnungen und dann gibt es am Ende ein Zertifikat bei dem Fachwirt, der dann beispielsweise heißt Fachwirt Facility Management nach GEFMA, und dann hat der Absolvent, die Absolventin dieses Lehrgangs dieses Zertifikat erhalten. Und bei den Hochschulen gibt es den Hochschulabschluss und es gibt dann auch noch den GEFMA-Abschluss als Facility Manager mit dieser Zertifizierung. Wichtig auch, dass diese Zertifizierung dann nicht uneingeschränkt dauerhaft gültig ist, sondern dass bei den Bildungsträgern alle 3 Jahre das Ganze wiederholt wird, werden muss, wenn sich Veränderungen ergeben haben. Auch die Hochschulen müssen Änderungen anzeigen, erfordern gegebenenfalls eine neue Zertifizierung. Also das wird auch regelmäßig wiederum betrachtet, sodass wir hier auch immer sicherstellen können, dass man auf am Stand der Zeit arbeitet. Das Gleiche gilt auch für die Richtlinien selber, die wir herausgeben. Dazu auch gleich noch mehr, denn die Änderungen am Markt und in der Bildungslandschaft, die gilt es auch von unserer Seite mit abzubilden und die Forderungen, die gestellt werden, dass die auch zeitgemäß sind. Soweit zu diesem Überblick, was Sie dort möglicherweise erwartet mit einem solchen zertifizierten Bildungsträger, einer zertifizierten Hochschule. Und jetzt zu dem Kernstück, zu dieser inhaltlichen Ausrichtung. Und dort soll eben in einem Rahmenlehrplan oder in einem Rahmenstudienplan nach den Richtlinien 610, 16, 20 und 30 sollen hier inhaltliche Vorgaben umgesetzt werden, die in der Tat einen Rahmen geben, nicht exakt jetzt festgelegt sind, aber so die Dimensionen aufspannen, um die es gehen soll. Ich zeige das gleich an einer Tabelle noch. Das haben wir jetzt zum Beispiel gerade vor wenigen Wochen ganz aktuell neu gestaltet für die Studiengänge. Das wird dann auch für die Fachwirte gelten, dass wir sagen, die neuen Überlegungen, die sich fachlich mittlerweile ergeben haben, die sollen alle hier mit einfließen. Zeige ich gleich noch näher. Und alle Themenblöcke müssen enthalten sein. Und wir haben dann einen Prozentkorridor vorgegeben, der dann einzuhalten ist. Also da darf nach unten, oben kleine Abweichungen geben. Aber es müssen alle Blöcke in einem bestimmten Umfang enthalten sein. Schauen wir hier mal kurz drauf. Nun, das ist im Wesentlichen für die Studiengänge, wenn wir es anschauen. Dort haben wir einen ersten Block, der dann lautet Facility Management Systeme, also Einführung in FM und auch Immobilienmanagement. Dann auch das Normen, das Richtlinienwesen ist ganz wichtig, dort einen Überblick zu haben. 4 bis 8% sollen hier enthalten sein. Dann brauchen wir, es geht ja immer um Technik und Wirtschaft an der Schnittstelle, brauchen wir Managementgrundlagen, die sind teilweise schon spezifisch, Immobilien- und Anlagenmanagement, aber dann klassischerweise, aber immer auch auf unsere Prozesse bezogen, Rechnungswesen, Investitionen, Finanzierung, Controlling, Projektmanagement, Prozess, Qualitätsmanagement, Dienstleistungsmarketing, rechtliche Grundlagen ganz wesentlich. Also Größenordnung irgendwo zwischen 12 und 22% sollte das gelegen sein. Und dann brauchen wir technische Grundlagen. Mathematik werden wir immer auch als unverzichtbar ansehen. Allgemeine ingenieurwissenschaftlich-technische Grundlagen, bauphysikalische Grundlagen, Werkstoff, Baustoffkunde, Chemie im bestimmten Umfang, so ein Einstieg, Wasserchemie zum Beispiel ganz wesentlich. Dann Grundlagen der Elektrotechnik, Sensorik, Aktorik, Informatik brauchen wir und Programmierung. Also diese technischen Basics, die notwendig sind, um dann in einem weiteren großen Block Planung und Betrieb von Gebäuden und Anlagen sicherzustellen, unter Anwendung dieser Grundlagen aber dann ganz spezifisch reinzugehen in den Immobilien- und Anlagenbetrieb mit technischer Gebäudeausrüstung, Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, Technik, Bautechnik, Sicherheits-, Brandschutztechnik, Gebäudeautomation, Smart Building Technologies,
IT-Systeme, IT-Management brauchen wir, Vertragsmanagement, Betreiberverantwortung, dann die operativen Services, Instandhaltung, Reinigung, Hygiene, Catering, Fuhrpark, wäre wesentlich, Flächen, Energiemanagement, also ganz konkret diese Anwendungen aufbauend auf den Grundlagen in Technik und Management. Dann gibt es Querschnittsthemen, Vertiefungen, die der einzelne Bildungsträger, die einzelne Hochschule auch vorsehen kann. Digitalisierung als wichtiges, neues, immer weiter fortschreitendes Querschnittsthema. Die Nachhaltigkeit, dann ESG, dann Environmental, Social, Governance im Facility Management, Workplace, Workspace Management, dann sicherlich auch Englisch als die Amtssprache, dass wir auch in Englisch verhandlungssicher sein sollten. Und dann ganz wesentlich für das Thema, wir wollen die nicht isoliert nur behandelt wissen, diese Themen, sondern wir wollen sie auch integriert, praxisorientiert anschauen. Das heißt, im Studium kann es ein Praxissemester geben, Soft Skills sollen gelehrt werden, Kommunikationstechnik, Verhandlungswesen, verhandlungssicheres Auftreten, Case Studies, Projekte, auch bis hin zu das unternehmerische Denken, Entrepreneurship, internationale Aspekte und dann eine Abschlussarbeit, eine Thesis, eine Projektarbeit, je nachdem. Soweit mal zu diesem Rahmen, der dann nach unserem Verständnis ein aktuelles Facility Management abbildet, das wir hier erwarten in einer ganzheitlichen, übergreifenden Ausbildung. Und über allem steht natürlich, das ist jetzt hier nicht explizit formuliert, aber selbstredend in dem System, die Lebenszyklusorientierung, das Ganze immer über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien betrachtet, von den ersten Überlegungen der Standortwahl bis hin zu Sanierung, Umwidmung, Rückbau, Entsorgung, was alles mit einhergeht. Soweit dazu. Und jetzt gibt es die ganze Reihe, die nenne ich jetzt nicht im Einzelnen, die können Sie gerne dann auch nachlesen. Die Hochschulen, die einen Bachelor- oder Masterstudiengang anbieten, nach diesen Vorgaben die eben dann diesen Bachelor-Master vorhalten. Und einige bieten auch, das sehen wir hier, einen Zertifikatsstudiengang an. Das ist ein Ableger sozusagen, etwas, was an den Hochschulen seit einiger Zeit praktiziert werden kann, nämlich, dass hier Personen teilnehmen können, die jetzt nicht klassischerweise eine Hochschulzugangsberechtigung haben, also Praktiker sind, die aber sich wissenschaftlich vertiefend, ergänzend weiterbilden wollen, ihre berufspraktischen Erfahrungen einbringen wollen. Und dort gibt es dann in einem entsprechenden kürzeren Ablauf dann ein Zertifikatsstudium, das dann aber auch keinen akademischen Abschluss, Bachelor oder Master bringt, sondern ein Hochschulzertifikat und dann eben auch diese GEFMA-Zertifizierung des Bildungsträgers der Hochschule beinhaltet. Vergleichbar sehen wir das Ganze auch bei den Bildungsträgern, die typischerweise Fachwirte und Servicekräfte ausbilden. Wir haben aktuell 6 zertifizierte Bildungsträger, das ist ins weniger, die nenne ich ganz kurz, die Bauakademie in Berlin mit dem Hauptsitz, die Bayerische Akademie für Außenwirtschaft in München, die EBZ Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Bochum, wir haben KG Protektor in Hamburg, wir haben die Technische Akademie Wuppertal, die in Wuppertal sitzt, aber auch in Altdorf bei Nürnberg. Und wir haben die TÜV Süd Akademie in München mit Schwerpunkt, aber auch mit weiteren Standorten, zum Beispiel Hamburg und Frankfurt. Nun, die Eckdaten zu der Fachwirt-Ausbildung noch ganz kurz dargestellt. Nun, dort haben wir mittlerweile über 4.000 Lehrgangsteilnehmer in den letzten 20 Jahren. Also das ist ein ganz stark nachgefragtes Angebot für den Objektmanager, der sich hier qualifiziert und der hier ausgehend von seiner beruflichen Qualifikation, von seiner Berufserfahrung hier den zusätzlichen Input erhält, um dann
weitergehend als Führungskraft tätig zu sein, sich weiterentwickeln kann im Unternehmen. Also dort ganz stark Managementanforderungen, Managementmethoden, die hier gelehrt werden, Anforderungen und Prozesse im Objektmanagement und im Objektmanagement das Ganze dann zu koordinieren, zu managen, eigenverantwortlich für eine Niederlassung zum Beispiel. Also das sind ganz, ganz wichtige Positionen und dort können beruflich qualifizierte Mitarbeiter diesen Lehrgang absolvieren. Typischerweise vom Umfang berufsbegleitend 500 Lehreinheiten, wie wir hier sehen. Und da haben wir in Präsenz typischerweise einen Teil, aber sehr viel im Eigenstudium mit einer Projektarbeit, aber auch mit Selbstlernzeit, die unterstützt und begleitet wird. Und vergleichbar die Servicekraft-Ausbildung, das ist an der Basis. Dort haben wir jetzt nicht 500, sondern nur 120 Lehreinheiten, um auch die Dimension zu sehen. Dann zu dem Rahmen Lehrplan und der mache ich jetzt ein bisschen schneller. Das ist dann auch nachzulesen und als Download auch zu sehen in dem Rahmen. Dort haben wir auch die ähnlichen Felder wie im Studium. Wir haben die Kernfächer, wir haben Grundlagen, die Bedeutung des FM, die Werkzeuge und Methoden. Wir brauchen Schlüsselqualifikationen. Wir haben dann auch die Managementfunktionen, die behandelt werden. Es geht weiter mit dann den betriebswirtschaftlichen Grundlagen, mit den Kernfächern im Einzelnen, in den klassischen Bereichen Technik, Wirtschaft, Infrastruktur und Methodenkompetenzen, die vermittelt werden. Und dann geht es auch hier vor allem im Fachwirt um eine Abschlussarbeit, Optimierung der Prozesse, eine Projektarbeit, die typischerweise im Unternehmen durchgeführt wird, an Themen, die dort im eigenen Arbeitsgebiet aufschlagen, die man dort vertieft bearbeiten, behandeln kann. Und das ist wie so eine kleine wissenschaftliche Arbeit, ähnlich wie eine Thesis, aber eben nicht ganz der Umfang wie in der Hochschulausbildung, aber schon sehr anspruchsvoll als Projektarbeit, wo dann all die Kompetenzen zusammenkommen, übergreifend, die vorher vermittelt worden sind. Und dazu haben wir, ich habe es eingangs erwähnt, im Hochschul- wie im Bildungsträgerbereich auch eine Plattform, die für die besten Arbeiten geschaffen worden ist, nämlich Hochschulabschlussarbeiten, Diplomarbeiten, Bachelor-, Masterarbeiten, Dissertationen. Und es geht schon seit fast 25 Jahren so, dass wir jedes Jahr, in diesem Jahr ist es schon gewesen, Ende Juni auf der Surfpark on Air, dass hier wiederum 6 Preise vergeben worden sind für die besten wissenschaftlichen Arbeiten im Facility Management. Das befördert insgesamt die Karrieren, aber auch die Forschungstätigkeit in diesem Bereich. Und wenn wir allein die Landkarte anschauen im Inland, im benachbarten Ausland, dann ist, und das sind nur die Hochschulen, die schon Preise bekommen haben, flächendeckend, dass hier Facility Management hier abgedeckt wird und darüber hinaus noch viele weitere Hochschulen, die sich beworben haben, wo möglicherweise noch kein Preis hingegangen ist, aber das kann auch noch werden. Und insofern sehen wir über diese Förderpreisthematik eine ganz breite Abdeckung, Vernetzung der wissenschaftlichen Landschaft. Ähnlich bei den Projektarbeiten, nicht ganz in dem großen Umfang, aber auch schon 23 Jahre lang, dass wir diese Förderpreise für Projektarbeiten vergeben. Das nächste Mal wird sein am 17. November, glaube ich nicht, 11. oder 12., ich glaube, das Datum ist falsch, im November in Hamburg. Ich glaube, es müsste der 11. sein, habe ich das Datum nicht richtig eingetragen. Auf jeden Fall im November in Hamburg bei der Mitgliederversammlung in Präsenz wird es sein, die Preise dort zu vergeben und auch dort ein Ansporn für die Lehrgangsteilnehmer, ihre besten Arbeiten oder die besten Arbeiten, dass die von den Bildungsträgern eingereicht werden. Nun, das Ganze auch, wir sehen, nicht nur vom Verband getragen, sondern auch von Verbandsmitgliedern, von Unternehmen aus der Branche, die das Ganze finanziell
unterstützen, denn es gibt dort auch lukrative Preise, Preisgelder für die besten Arbeiten. Nicht nur der ideelle Wert ist da vorhanden, sondern auch der materielle Wert. Und da sehen Sie so ganz bekannte Namen. Das sind so die letzten beiden Jahre die Sponsoren, die uns hier sehr stark unterstützen. Ja, jetzt zu dem Ausbildungsberuf noch. Nun, das ist etwas, wo wir sehr intensiv noch dran arbeiten, den es noch nicht gibt, wo aber die Branche sehr starken Bedarf hat. Und dort zu sagen, es gibt dann noch in der Ausbildung noch keinen Facility Manager, aber eine Fachkraft, die bereits in der Erstausbildung übergreifend denken kann, übergreifend ausgebildet ist, also nicht nur das Einzelgewerk beherrscht wie Heizungsbau oder Gebäudereinigung oder vieles andere mehr, sondern die dann schon übergreifend denken kann und serviceorientiert ist, ein Budget verwalten, verantworten kann, erstellen kann, in der Technik, in verschiedenen Gewerken fit ist, aber natürlich im Speziellen immer noch den Spezialisten brauchen wird, aber die übergreifende Sicht erhält. Und das drückt sich ganz gut aus in einem Statement. Sie sehen hier von dem Herrn Christoph Kaluzer von Lidl, die das hier ganz stark auch propagieren. Warum? Weil sie sagen, Abteilungsleiter, er ist Abteilungsleiter FM, und sie sagen, mit mehr als 200 Mitarbeitern im operativen Facility Management sorgen wir als Betreiber von über 4000 Immobilien dafür, dass diese effizient und nachhaltig bewirtschaftet werden. Ihr Wissen bringen unsere Kollegen aus verschiedenen Handwerks- und Industrieberufen wie Elektriker, Schlosser und Installateur mit. Was jedoch bislang fehlt, ist ein eigenständiger Ausbildungsberuf zum Generalisten. Deshalb würden wir es begrüßen, wenn die Ausbildung zur Fachkraft im Gebäudemanagement, so ein Arbeitstitel, diese Lücke schließt. Wir können uns gut vorstellen, bei diesen vielen Liegenschaften vor Ort wird man nicht jeweils jeden Spezialisten beschäftigen können, sondern dort braucht es an den einzelnen Standorten den Generalisten, der die Dinge koordiniert, übergreifend sieht, was ist notwendig zu tun, was kann ich selbst machen und wo muss ich jetzt den Spezialisten zu Rate ziehen und holen. Und ähnlich haben wir es bei der Bahn, DB Services, die vielen Bahnhöfe und Liegenschaften der Bahn, auch dort ist ganz starker Bedarf an solchen Generalisten, aber auch die Dienstleister natürlich in hohem Maße unterstützen das und möchten diesen Ausbildungsberuf umsetzen. Also da sind wir schon recht weit und hoffen in den nächsten Jahren auch ein solches Angebot an junge Leute herausgeben zu können. Gut, bin schon jetzt fast durch und jetzt können wir hier noch ein paar besondere Aspekte nennen, die vielleicht für Sie auch noch wichtig sind, nämlich die Durchlässigkeit zwischen Bildungsebenen. Nun, wir haben eine zunehmende Öffnung zwischen Bildungsangeboten einerseits und Bildungsträgern andererseits. Also zwischen Hochschulen gibt es die Möglichkeit, Leistungen anerkennen zu lassen, aber auch zwischen den Bildungsträgern und auch eine Ausbildung bei einem Bildungsträger Fachwirt kann dazu führen, dass bestimmte Kompetenzen schon anerkannt werden, angerechnet werden, um nicht alles nochmal komplett neu machen zu müssen. Also dort Durchlässigkeit zwischen der ganzen Bildungslandschaft, also das ist ein ganz großes Merkmal, was sich hier aufgetan hat in den letzten Jahren, dass wir nicht nur in der Einbahnstraße eine Ausbildung machen und dann geht es nicht weiter, sondern wir können Dinge kombinieren, ergänzen, aufeinander abfolgen lassen. Ganz wichtige Botschaft an dieser Stelle. Auch die Organisationsform ist unterschiedlich, kann maßgeschneidert sein für den Einzelnen. Das kann Vollzeit sein, das kann Teilzeit sein, berufsbegleitend häufig, aber auch in Präsenz generell. Auch online zunehmend, das haben wir an den Hochschulen die letzten Jahre praktiziert, auch die Bildungsträger haben es gemacht, dass sie unter, in dem Fall Corona-Bedingungen, ihr Angebot angepasst haben, also online Kurse gestaltet haben, neue Lehr- und Lernformen etabliert haben, hybride Lehr- und Lernformen, also zeitlich, räumlich, unabhängig,
asynchron das Ganze anzubieten. Und diese neuen Lernformen werden künftig auch nach Corona kombiniert sein, sodass man vor Ort sein kann, in Präsenz, aber auch im Selbstlernen, auf dem Selbstlernweg auch sich die Dinge aneignen kann. Modularer Aufbau von Bildungsangeboten wäre ein weiteres Beispiel. Es gibt die ganz offenen Kurse, wo aus unterschiedlichen Branchen Teilnehmer zusammenkommen. Es gibt auch Inhouse-Kurse, wo aus einem großen Unternehmen ein kompletter eigener Kurs stattfindet, der dann ganz gezielt die Angebote bringt, die in dem Unternehmen dort vor allem für diese Gruppe wichtig sind. Und dann natürlich, dass immer auch neue Inhalte gelebt und gelehrt werden. Also Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Workplace wären so die klassischen Schlagworte, die immer mehr Eingang finden sollten. Aber auch weitergehende Einbeziehung aktueller fachlicher Themen, aber auch gesamtgesellschaftlicher, wirtschaftlicher Themen. Denken Sie nur an Diversity, Vielfalt der Menschen, der Personen. Auch das gilt es mit zu berücksichtigen, zu integrieren und als Führungskraft dem auch gerecht zu werden. Fachliche Themen haben wir bei den Curricula dann, die wir einbinden. Und dazu haben wir beispielsweise erst jetzt, habe ich schon genannt, im Juli erst dazu diese Bildungsrichtlinien neu gestaltet. Zu guter Letzt noch einige Informationsquellen. Die Fachzeitschriften kennen Sie. Da hat zum Beispiel, ich habe nur als Beispiel herausgegriffen, den Facility Manager, der hier auf einer Plattform Stellenangebote bringt. Wir haben natürlich allen voran natürlich auch den Verband selber, GEFMA, wo es zum Thema Bildung auch all diese Informationen gibt, also das, was ich jetzt hier Ihnen zeige, im Detail dann auch noch, aber auch zu den Förderpreisen, Interviews mit Absolventen, um beispielhafte Karrieren aufzuzeigen. Also da finden Sie auch eine ganze Menge an wichtigen Themen. Und wir haben auch die eigene Seite der Möglichmacher beispielsweise, die Dienstleister, die auch über Aus-Weiterbildung, über duales Studium an der Berufsakademie oder der dualen Hochschule Auskunft geben. Also einige mögliche Informationsquellen hier genannt. Ja, und damit zu guter Letzt der Wunsch, dass Sie aus dem das Beste für sich machen können an Aus- und Weiterbildung in diesem vielfältigen Spektrum, das das FM hier anbietet, um dann in diesem Zukunftsberuf sich weiterzuentwickeln, wenn Sie schon auch an bestimmter Stelle dort tätig sind oder ganz neu einzusteigen. Die Chancen sind hervorragend und dort haben Sie in jedem Fall beste Karrieremöglichkeiten in einem krisenbeständigen Berufsfeld, das dynamisch wächst, das die aktuellen gesellschaftlichen, fachlichen Themen integriert. Also eigentlich ein ganz, ganz spannendes Thema in all den Facetten. In dem Sinne Ihnen viel Erfolg dabei auf Ihrem beruflichen Weg und für die Gesellschaft ist es ein ganz wertvoller Beitrag, den man hier leisten kann. Vielen Dank und dann bin ich jetzt gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten, die es dazu im Weiteren gibt. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Lehmann. Aktuell gab es keine Fragen von den Teilnehmern. Ich gucke gerade. Es gibt also immer noch die Möglichkeit im Nachhinein, also ich würde gleich die Unterlagen per E-Mail verschicken. Wenn da noch Fragen aufkämen, kann man immer sich gerne an mich wenden. Ich gebe das dann auch immer gerne weiter an den Professor Dr. Lehmann. Das ist kein Problem. Kann ich gerne machen, also auch im Nachgang gerne spezielle Fragen, die Sie haben, die Sie interessieren. Und ist ja auch dann abrufbar, wenn es manchmal ein bisschen schneller ging, ist ja auch dann die Präsentation aufgezeichnet und als Download verfügbar. Also dort alle Möglichkeit, sich nochmal zu informieren und auch nachzufragen und gerne dann auch die Fragen auch zu klären bei GEFMA direkt oder gerne bei mir. Oder dann genau. Weiterleiten an anderen Bildungsträger, eine andere Hochschule, um dann gezielt, dass wir das Ganze so koordinieren können. Spitze. Genau. Sonst würde ich mit diesen Worten schließen und
dann freuen wir uns auf den nächsten Termin, auf den nächsten GEFMA-Talk auch und allen Teilnehmern einen guten weiteren Tag heute. Vielen Dank nochmal, Herr Lehmann. Also bis zum nächsten Mal. Dann schließe ich mich an, auch allen einen schönen weiteren Sommertag. Tschüss. Genau, tschüss.